Am Anfang ist es einfach ein Stück Metall. Der Peter Priesig produziert Schellen und Rollen so, wie sie schon vor Jahrhunderten gemacht worden sind. Es sind einfach die Techniken, die mich faszinieren, wie man eine Art von einem einfachen Stück Blech grundsätzlich so schöne Klänge herbringt. Die Arbeit ist ein Krampf. Schritt für Schritt formt Peter Priesig die Schellen, macht das Blech immer wieder heiß, formt weiter. So, dass zwei gleiche Hälften entstehen. Etwa eine Woche braucht er, bis er eine Schelle von A bis Z fertig hat. Jetzt sind die zwei Hälften austrieben, sie sind geschlichtet, schön glatt und eben die Oberfläche. Und jetzt ist es zusammenklappen, eben so, dass die zwei Hälften schön übereinander auskommen. Die Schelle sieht jetzt zwar schon fast fertig aus, die schwierige Arbeit fängt aber erst an. Das ist jetzt am heikelsten, jetzt so eine Schelle im Rohbau zu stimmen. Weil überall, wo du sie anschlägst, kommt sie wieder etwas anders. An der Formgebung kann ich jetzt mit dem Hammer noch etwas verändern, damit ich dann, ja, damit ich dann auf den gewünschten Ton komme. Und wie genau? Ja, da kann ich eben nichts sagen. Da bleibt hier im Haus. Genauso geheim ist der Preis der Schelle und die Mischung von dem Ton. Mit dem macht Peter Priesig Messingblättli auf die Schelle. Die geben letztlich die Farbe, schützen sie und verbessern den Ton. X-mal hat er ausprobieren, bis das so funktioniert hat. Stunden oder Tage, ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Ich schwätze hier fast von Jahren oder fast von zwei Jahrzehnten, bis man es jetzt in dieser Qualität machen kann. Jahrelang hat Peter Priesig das als Hobby nebenher gemacht. Seit zwei Jahren ist die Produktion sein Hauptjob. Die Schelle ist jetzt fertig eingepackt und kommt nochmal ins Feuer, sodass das Messing unter dem Ton schmilzt und sich verteilt. Ein Prozess, der manchmal auch in die Hose geht und die ganze Arbeit kaputt macht. Das ist jedes Mal eine Überraschung. Man weiß nicht recht, ob es geraten ist. Man weiß nicht recht, was man auspackt. Der Moment, wo man dann so eine Packung aufschlagen kann, ist sicher der spannendste Moment. Bevor die Schelle tönt, muss sie noch geschliffen werden, sodass sie auch schön glänzt. Und dann zeigt sich, ob es gelungen ist. Ich bin sehr zufrieden. Die Arbeit ist geraten. Da werde ich Klaus Freude haben.